Hallo Leute und herzlich willkommen, ich wünsche einen beutastischen Tag zu einer weiteren Folge Let's Play Syndicate Games und heute haben wir einen ganz besonderen Spezialcast, nämlich den Chris MC. Ja, hallo. Willkommen auch an meine Zuschauer. Wir spielen heute eine Runde Syndicate Games mit dem lieben Philly Boy. Ja, endlich. Wir haben so lange darauf gewartet. Ich hatte es ja schon in der QSG-Folge angekündigt, aber wie das Ganze aussieht, wir machen ja Best of 3, ne? Ja, genau. Ja. Und das, würde ich sagen, sehen wir nach einem kurzen Cut. Bis gleich. So, willkommen zurück, Leute. Wir sind auch schon auf der Map Circus und ich werde jetzt den kleinen Cry, werde ich richtig fertig machen. Ja, wir werden es ja sehen. Also, wenn du Mädchen bist, dann wirst du gewinnen, weil ich habe irgendwie eine Schwäche gegen Mädchen, so. Aber ich glaube. Sorry, bin ich leider nicht. Falsche Adresse. Leider? Okay. So, die Map habe ich, glaube ich, erst einmal gespielt, muss ich sagen. Ich habe sie noch nie gespielt, ich spiele Syndicate. Ich kann das einfach nicht aussprechen, ich verspreche mich da immer. Syndicate Games spiele ich gerade zum ersten Mal. Oh, krass. Und das natürlich mit dir, das ist natürlich perfekt. Irgend so einen starken Gegner wie dich. Ja, wunderstark, also wunderstark. Ja, ich bin der größte Failie-Boy, das weißt du aber, glaube ich. Ja, ja. Juhu. Nee. So schlecht bist du gar nicht. So, wir werden es auf jeden Fall mal sehen. Scheiße, so, ich habe noch gar keinen richtigen Thron gefunden. Ich habe auch noch nichts gefunden. Nur ein Diamantschwert und eine Diamantrüstung, aber. Ja, okay, das ist ja gar nichts eigentlich. Ja, Alter, Enderperlen, geil. Ja, verrottetes Fleisch, geil. Juhu! Egal, immerhin etwas, womit ich meinen Hunger stillen kann. Ja, ist das sinnvoll? Man wird doch vergiftet, oder? Ja, aber. Die Vergiftung geht nicht so lange wie, die geht nicht so lange und du kriegst halt ein bisschen regeneriert dafür so. Ja, sehr gut. Und das ist ganz gut eigentlich und deswegen benutze ich das einfach, weil ich sonst nichts anderes hab. Nein! Ich dachte schon, du bist tot. Fuck for life, ey. Ja, fast in Lava. einfach wild klicken. Schon mal gemacht, ja? Ja, habe ich schon mal gemacht in meiner QSG-Folge, da bin ich im Finale. Entschuldigung. Alter, ja, hysterischer die ganze Boy. Joke. Jetzt hab ich Essen. Essen, gute Idee. Essen ist mein Stichwort. Oh, da ist noch eine Truhe. Jetzt muss ich dich nur noch finden. Und dich vernichten. Ich muss dir aber sagen, ich habe leider nur einen Apfel in der Hand. Okay. Vielleicht bluffe ich aber auch. An die Zuschauer, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, dass ich mit dem Cry aufnehme. Und auch mal ein schönes Scheiße. Hallo. De-Abo, ich deabonniere ich. Nicht der schon wieder. Du hast ihr könnt auch gerne mal. Ja, erzähl, sorry. Ich wollte nur sagen, du hast ja auch wundervoll auf Boycraft schon mitgeholfen und finde ja, ich echt super. Das war. Boycraft finde ich sowieso Schleim. Ein super Scheiße. Projekt und als ich das gesehen habe, war mir total klar, da muss ich mitmachen. Nein, Scherz. Bestellen Sie jetzt, wenn Sie sofort abonnieren und. Ja. Wenn Sie jetzt abonnieren, kriegen Sie schon den VIP-Rang. So, wo bist du? Ich will dich fertig machen. Ich bin. Da, wo die Sonne scheint. Ich habe keine Ahnung. Aber ich brauche auch noch eine kleine Waffe. Also wenigstens so ein Holzschwert, da würde ich mich schon ein wenig sicherer fühlen. Eine kleine Waffe. Eine kleine, bitte. Kleine. Eine ganz. Hä, Junge, hier sind Truhen, die liegen so offen und die sind noch voll. Wo bist denn du? Ja, am Arsch der Welt. Da war ich auch schon gerade eben. Kennst auf der nicht? Map hier. Da gibt's auch Möbel. Hä, hast du hier irgendwo Lederschuhe liegen lassen? Oh, jetzt weißt du, wo ich bin. Oh, ich bin gerade im Zirkus, Alter. Spring durch diese Ringe. Ich glaube, die Folge wird mega lang, wenn wir hier... Oh Gott, ich hab dich gesehen. Oh Gott. Ich bin blind. Oh Gott. Ich dachte, das ist ein Spanischkurs. Nein! Nein, mit der Hand. Nein! Oh, was hab ich gemacht? Alter. Warte, Enderperlen for free. Woo! Nein! Nein! Vernichtet! Ich hab 10 Punkte verloren. Noch getroffen. Ah. GG, warum schreibst du das? Kannst du mir auch so sagen. Egal, Reflex oder was so, reflexartig. Ja, ist einfach eine Angewohnheit geworden. Ich sehe dich. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach einem kleinen winzigen Cut. Jo, bis gleich. Willkommen zurück, Leute. Wir sind auch schon wundervoll auf der Map Death Island? Oder wie hieß die nochmal? Ja, Death Island war richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja, war richtig. Die kenne ich sogar, krass. Aber ich habe nie drauf gespielt. Urteil. Die habe ich bei einem großen YouTuber gesehen. Das war Philly Boy YouTuber. Nein, bei anderen. Oh nein, ich bin richtig dumm gesprungen gerade. Oh Gott, ich hab's überlebt. Hä? Oh, ich will da in die Mitte, in die Kiste, an der Kiste. Also dieses gelbe Zeug, was so leuchtet und so, wo so Flammen sind, da kann man ruhig reingehen, das heilt dich. Okay. Ja, das bringt extra Heilungspunkte. Ja, ich hab's gerade ausprobiert. Ja. Siehst du mich hier hinten? Guck mal. Hier, ich hab's ausprobiert. Cool. Und? Ja, ist ganz cool. Also wenn das rote grau wird, dann kriegt man mehr Leben. Ah, okay.
Ja, gut, dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Ja, du musst dafür sorgen, dass alles grau wird. Okay, gut. Nein, Alter. Oh komm, ich brauche ein scheiß Schwert. Nein! Oh, ja, Mama. Ja, oh. Mama. Mama? Ich habe nicht Mama gesagt. Okay, jetzt bist du dran. So. Ach, das hier meinst du? Jetzt bist du dran. Oh ja, ich habe kein Schwert, Alter. Die Map ist klein, das gefällt mir. Die Map ist klein. Close Quarters Combat oder so. Oh nein, da kommst du schon. Oh mein Gott. Nein! Oh, Mama. Was? Alter, jokst du da immer, Alter? Ja. Alle 3 Sekunden. Nein! Hä, wo bist du? Ich bin weg. Hä, ich bin gestorben? Was? Nein! Wie hast du das denn? Hey, ich hab doch gesagt, wenn alles grau ist, dann hat man gewonnen, oder? Hey, wie hast du das hinbekommen? Ich hab keine Ahnung, ich stand doch gar nicht mehr in der Lava. Egal, sonst lassen wir uns 4 Runden machen. Also Leute, wer 3-mal verloren hat, der hat gewonnen. Okay. Sagen, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück, Leute. Wir sind in der 3. Runde. Best of 3, haben wir ja gesagt am Anfang. Und immer noch mit dabei ist natürlich der Philly Boy. Hallo! Hallo, und ich habe jetzt 2-mal gewonnen. Was? Ich habe keinen Orgasmus. Was? Es geht los, Herr Schiff, direkt. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon 2-mal gewonnen. Einmal ziemlich glücklich, weil er keine Sachen hat. Und einmal hat er natürlich extrem gefailt gerade eben. Was? Das war was? Skill. Das war gekonnte Taktik. Ja, das war purer Skill. Das ist alles Psychologie, ja. Ja, ich habe noch gar keinen wirklichen Stuff, muss ich leider sagen. Außer wieder verrottetes Fleisch, 3 Pfeile und ein paar Enderperlen. Das ist alles. Wo bist du? Oh. Ich glaube, ich habe dich sogar da hinten längs rushen sehen. Ich werfe eine Enderperle. So. Ich spiele übrigens mit dem Rudoplay Shader, falls irgendwen da draußen interessiert. Mich. Ah, sehr gut. Ja, kostet ich hatte. 10 ich hatte, Euro. Echt jetzt? Nein. Was ist das denn, Alter? Wer gibt dein für Shader Geld aus? Hier ist nur eine Kiste. Aha. Oder warst du schon? Ah, hier bist du gespawnt. Aha, oh, cool. Aha, okay, dann weiß ich, wo du bist. Aha, okay. Und hier ist auch eine Kiste, die schon leer ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, die Chancen stehen schlecht für dich. Ach, Quatsch. Oh, 2 Eisen, hopper. Uiuiui, Alter. Ich aber hab doch sowieso schon verloren, eigentlich. Hast du ein Schwert und eine Hose? Weil dann gebe ich dir das. Das ist ein bisschen fair dann. Was? Ich hab doch ein Schwert und eine Hose. Hast du echt? Ja, klar. Ja, gut. So jetzt kommt der gleich Full Iron. Ja. Hallo. Ich brauch noch einen Bogen. Oh, hier ist, da kann man runterfallen, das möchte ich natürlich nicht. Das ist gut, das bringt 10 Stärke plus. Soll ich mal runterspringen und mich da mit der Enderperle wieder hochporten? Ja, wenn soll ich das mal joken? Alter, mach es. Nee, mach's lieber nicht. Alter, mach es. Wenn ich das mal jetzt machen würde, ey, wäre das ziemlich dumm, weil ich hab Full Iron. Nein, Scherz, aber ich hab. Hey, wo bist du? Ich bin bei dir. Ich geb dir einen Daumen hoch, wenn du zu mir kommst. Okay. Wo bist du? Krieg vielleicht auch ein Bot, wenn du mich killst. Was, ein Bot? Nein! Ah, ich bin. Nein, ein Like-Bot, weil ich brauche Likes, weißt du. Hey, gibt's sowas? Oh nein! Hey, ja, gibt's. Aha, woher weißt du das? wo bist du? So, warte, oh, komm. Alter! Er kann fliegen! Ich bin Batman! Warum? Nein, was? Jawohl! Oh. Nö! Du musst deine Enderperle sehen, Alter. Sie kam so im richtigen Moment angeflogen und dann dachte ich so, ja. Leute, ich bin wieder back. Der Faily Boy ist wieder am Start, würde ich sagen. Ja. Hast du gut gemacht? Wollen wir noch eine dranhängen oder? Noch eine? Ich denke, weißt du, wie lange es schon läuft? 10 Jahre oder so, ne? Okay, dann lassen wir es dabei. Also, wenn ihr noch mehr sehen wollt, Leute, dann schaut auf jeden Fall beim Cry vorbei, ja. Link ist in der Videobeschreibung. Ja. Und bei mir natürlich ebenfalls. Schaut auf jeden Fall bei Philly Boy vorbei. Richtig korrekter Typ. Ich weiß, einige hatten ja schon bei ihm vorbeigeschaut. Macht's trotzdem nochmal. Ja. Unterstützt ihn. Gut. Und ja. Ja, er unterstützt ihn den Arm. Er verliert Geld immer. Für seinen Server. Ja. Nein, alles klar. Das war's auf jeden Fall von 3 Runden Cine Games. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und euer Philly Boy bleibt mir treu.